Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Ghost of Tsushima. Wir haben übrigens beim letzten Mal endlich gegen Ryuzo kämpfen wollen. Das Problem war nur, dass der sich in so eine Art Festung versteckt hielt, um einen Angriff zu koordinieren. Und die war ganz schön schwer bewacht. Tucker hatte sich dann, an uns herangeschlichen und gemeint, er könne halt für eine Ablenkung sorgen. Und das hat auch funktioniert. Dadurch waren wenige Wachen dann in dieser Festung übrig. Aber der Kampf war trotzdem hart. Und als Ryuzo uns betäubt hat, ist dann Tucker aufgetaucht. Und der wurde auch gefangen genommen. Jedenfalls hatte dann der Khan etwas sehr Merkwürdiges gemacht, denn er hatte Tucker gesagt, dass wenn er Jin töten würde, dann könne er gehen. Und er hat sich dann gegen den Khan gewendet und daraufhin wurde dann unser werter Freund geköpft. Und wir haben uns natürlich dann mit Yuna an diese Leute gerecht. Das, was ich jetzt übrigens machen würde wollen, sind folgende Dinge. Wir haben hier noch einige Nebenmissionen, die ich gerne abschließen würde wollen, bevor wir natürlich dann endgültig Bokshimura endlich einnehmen, so rum. Das heißt, wir machen jetzt ein paar Nebenmissionen und sobald die erledigt sind, geht's dann auf zur Belagerung, hoffe ich doch zumindest. So, hallo? Das könnte jetzt ein paar dauern, aber ist auch egal. So. Genau, jetzt bin ich hier richtig. Und irgendjemand von hier braucht Hilfe. Ah, da hinten ist er. Fürst Sakai, habt ihr einen Moment? Es ist wichtig. Ja, na klar, ich hab immer einen Moment. Ja, worum geht es? Nicht hier draußen, mein Herr. Hier entlang. Okay, dann folgen wir ihm mal. Mein Name ist Joe. Dies ist mein Laden. Wollt ihr mir etwas verkaufen? Oh, nein, mein Herr. Okay. Ist aber komisch, wie er sich verhält. Diese Stelle ist gut. Hier kann keiner lauschen. Okay. Sag mir, worum es hier geht. Um meinen Nachbarn, Haruo. Er verhält sich verdächtig. Er schleicht sich abends aus der Stadt, ist stundenlang fort, kommt erst morgens zurück. Letzte Nacht folgte ich ihm. Er ging zu einem ausgebrannten Haus beim Friedhof und traf dort Banditen. Banditen? Das klingt nicht gut. Ich suche dieses Haus und finde heraus, was sie vorhaben. Und das könnte eine interessante Quest eventuell sein. Die hätten wir schon früher erledigen können, aber egal. Scheiß drauf. Dann machen wir sie. Natürlich, mein Herr. Dann machen wir sie eben jetzt. Untersuche das Haus am Friedhof von Asamo. Okay. Ich kann mich noch erinnern, wo wir das hier einnehmen mussten. Es war eine schwere Arbeit. Aber bis jetzt haben wir ja jedes Problem irgendwie gelöst. Und ich schätze mal, auch das werden wir irgendwie lösen können. Ich meine, wir wissen ja noch nicht, ob es wirklich Banditen sind. Lasst uns das mal herausfinden. Warte mal, eigentlich kann ich ja mal Nobu rufen, wa? Na komm. Hallo, mein Freund. Ja. Genau so sieht's aus. Glücklicherweise ist ja das Tor geöffnet. Wow. Die sind Feinde. Natürlich ist heller Tag, ne? Was willst du machen?
Ich weiß, man soll eigentlich nicht so viel schleichen, aber scheiß drauf. Oh yeah. Na, kommt doch her. Hahaha, jetzt reiße ich euch den Arsch auf. Hallo, wo ist er? Rennt der weg? Ja. Keine Ahnung, was das bedeutet, was du gesagt hast. Aber das war's für dich. Oh yeah. Was habt ihr denn dabei? Ich nehme natürlich gerne alles an. Zumindest, wenn's gut ist. Ist schon komisch, wie einfach das manchmal sein kann. Das Spiel, vor allen Dingen, wenn man den Anführer gleich mal niedermetzelt. Das lag auf dem Weg und deswegen haben wir das jetzt hier mal erledigt. Ist hier noch irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Okay. Na denn, ich glaube, die Hütte da oben ist gemeint. Da ist nämlich ein Feuer. Ja, Tatsache, das ist die da oben. Okay, wir sind wohl da. Der Händler in Asamo meinte, sein Nachbar traf hier Banditen. Scheint verlassen zu sein. Ich sehe mich mal um. Ja, aber dafür ist hier noch ziemlich viel, was rumliegt, ne? Okay, gucken wir uns mal um. Jemand hat hier vor kurzem gegessen. Und überall ist noch Kleidung. Vielleicht sind die gerade unterwegs. Okay. Viel Asche. Das Lagerfeuer wurde oft benutzt. Der Händler war zu Recht misstrauisch. Ich muss mich verstecken und auf den Nachbarn des Händlers und seine Banditenfreunde warten. Okay. Dann machen wir das mal, oder? War es schwer, aus Asamo rauszukommen? Nein. Aber da waren Mongolen auf der Straße. Ich glaube, sie suchen nach uns. Beeilen wir uns. Was habt ihr diesmal dabei? Die Statue von Inari. Oh, die ist wertvoll. Komisch, dass die Mongolen sie nicht genommen haben. Vergraben wir sie mit dem Rest. Diebe. Mal sehen, wo sie alles hinbringen. Haltet die Augen nach Ärger offen. Aber würden denn Diebe tatsächlich die so... Verstecken. Na, das ist schon mal gut. Ich frage mich, warum einige Banditen das vergraben, wenn es schon so wertvoll ist. Okay. Die du hast die Mongolen alarmiert? Hä? Wie denn? Was war denn das jetzt schon wieder für Scheiße? Wie wollen die mich denn hinter dem Stein gesehen haben? Ey. Sie sind weg. Dann los. Wir hatten Glück. Sie haben den armen Tamon auf der Straße erwischt.
Naja, sagen wir einfach mal so. Bestimmt wegen dieses Samurai. Die Mongolen jagen ihn in der ganzen Präfektur. Hoffentlich erledigt er die Bastarde. Klar, wenn die an uns vorbeireiten, dann mache ich die gerne nochmal danach platt. Wir müssen so schnell wie möglich von der Straße. Was ist mit Tamon passiert? Die Mongolen haben ihn gepfählt. Von einem Ameisentiger. Er hat eine Stunde lang geschrien. Das ist schrecklich. Ja, das ist wirklich nicht gut. Bringen wir es schnell zu Ende. Was tun Sie da? Mir gefällt es nicht, Inari so zu vergraben. Lieber in einem Grab, als auf einem Mongolenschiff. Das klingt nicht nach Dieben. Da hat er ehrlich gesagt recht, ne? Beeilt euch, hier stimmt was nicht. Alles klar, dann werden wir mal die Banditen ansprechen. Das reicht. Keine Bewegung. Verflucht, ich wusste, wir wurden verfolgt. Wartet, das ist der Samurai. Gut, dass ihr es seid. Eine seltsame Reaktion für einen Dieb. Wir sind keine Diebe. Ihr habt die Mongolen aus der Asamu-Bucht vertrieben. Aber was, wenn sie zurückkommen und plündern? Wir verstecken die wichtigsten Dinge aus unserem Schrein. Nur für den Fall. Okay. Ukon, ihr solltet bei den anderen bleiben. Mal sehen, was da los ist. Die Mongolen haben das Haus gefunden. Unsere Leute sind gefangen. Sie werden sterben. Wie viele Mongolen? Ich konnte nicht alle zählen. Wer von euch kann kämpfen? Kihei und ich. Ihr kommt mit mir. Ihr beide geht ins Haus und beschützt eure Leute. Womit? Mit allem, was ihr habt. Okay. Mongolen! Sie kommen von allen Seiten! Angriff! Okay. Nein! Es kommt mehr! Wir hätten fliehen sollen! Von wo denn? Die haben aber auch eine Frau. Wir werden sterben! Das werdet ihr da nicht. Och, Alter! Noch mehr? Ja, schön, warum wird mir das nicht angezeigt, wo die kämpfen? Ey! Ey, ich spiel heute echt Kacke, Mann! Okay. Hat zumindest schon mal erwischt. Ach Mann, ich hab nur so Kacke gespielt. Naja, was willst du machen? Wenigstens konnten wir die Leute verteidigen. Wer sind diese Leute? Reisende auf der Flucht.
Menschen, die ihr Heim verloren haben. Und ihr habt sie beschützt. Wir haben es versucht. Ihr versteckt diese Wertsachen nicht, um sie später zu stehlen? Nein, mein Herr. Wir versuchten nicht, uns zu bereichern. Als wir sahen, was die Mongolen anrichteten, wollten wir nur helfen. Dann helft mir, diese Menschen zur Asamo-Bucht zu bringen. Dort seid ihr alle sicher. Da wird aber bestimmt jemand nicht gerade erfreut sein. Halt! Ich erkenne Banditen, wenn ich welche sehe. Ihr seid hier nicht willkommen. Na, lass mich mal mit dir reden, mein Freund. Sie gehören zu mir. Diese Leute brauchen Zuflucht. Sogar die Banditen. Mein Herr, man kann ihnen nicht trauen. Sie haben diese Leute verteidigt. Sie helfen euch, die Stadt zu schützen. Wie ihr wünscht, mein Herr. Öffnet das Tor! Lasst alle hinein! Wie kann ich euch jemals danken, Fürst Sakai? Beschützt Asamo, wie er diese Leute beschützt hat. Das werde ich tun. Und zeigt ihnen, wo die Wertsachen vergraben sind, wenn die Mongolen endgültig weg sind. Verlasst euch drauf. Danke für diese Möglichkeit, mich zu beweisen. Okay. Soweit so gut, würde ich sagen. Wir haben eine Nebenmission abgeschlossen. Jetzt fehlen nur noch zwei weitere. Und dann mal gucken. Ich glaube, die nächste wäre dann, wenn wir zu dem Bildhauer gehen. Oder zu dem Sohn eines Bildhauers. Ich glaube, das ist richtig. So, warte mal. Wir wollen jetzt hier nach oben. Genau, dorthin. So. Dann wollen wir da mal jetzt hingehen. Schon lustig, ne? Obwohl ich ein Pferd habe, gehe ich meistens zu Fuß. Also zumindest jetzt im Augenblick, ne? Weil wir haben sowieso Zeit, also muss ich jetzt auch nicht extra schnell machen, das wäre Quatsch. Genau, ich glaube mich zu erinnern, dass der Bildhauer geweint hatte, weil sein Vater wohl verstorben ist und die Statue zerstört wurde, also teilweise zerstört wurde. Müsste ja gleich da sein, oder? Kommt mir so bekannt vor hier die Gegend. Ja, hier gehen die Treppen nach unten. Ich glaube, da war's. Hat Schmerzen. Na, mal gucken. Zurück! Oh, verzeiht mir. Ich hielt euch für einen von denen. Nee, nee, das sind wir nicht. Das war eine der Statuen von Meister Iso. Es reichte den Mongolen nicht, meinen Vater zu töten. Sie mussten sein Vermächtnis schänden. Ihr seid Meister Isos Sohn. Mein Beileid. Einen wie ihn wird es nie wieder geben. Das war seine beste Statue. Mit Werkzeug könnte ich sie restaurieren. Aber seine Mörder nahmen uns auch unser Haus. Ich besorge das Werkzeug. Ehren wir euren Vater, indem wir sein Werk restaurieren. Vielen Dank, mein Herr. Unser Haus liegt am Ende der Bergstraße. Und wenn ihr ihn rächen könnt... Das werde ich. Fleisch und Stein. Das ist natürlich auch ein geiler Name für eine Quest. Für eine Nebenaufgabe. Ziemlich schön aus, ne? Ich weiß übrigens gar nicht, ob es diese ganzen Statuen und Gebäude tatsächlich gab oder ob die halt so ein bisschen Interpretationen sind. Wenn es jemand wissen sollte, kann das ja mal ganz gerne in den Kommentarbereich schreiben, weil das würde mich wirklich brennend interessieren.
Müsste ja gleich hier sein, oder? Irgendwo. Ja. Meister Isos Haus. Ob die auch einen Anführer haben? Das Bildhauerwerkzeug muss hier sein. Ich glaube, die haben gar keinen Anführer. Sind aber ziemlich viele. Moin. Okay. Ja, genau, töte deine eigenen Leute. Das war knapp. Und? Yo! Kommt noch einer? Ja, moin! Oh Mann. Nice. Okay. Jemand benutzt das Werkzeug des Meisters. Ist aber komisch, oder? Meister Isa. Seid ihr? Was wollt ihr? Eigentlich haben wir nach dem Werkzeug nur gesucht, aber das ist eine Überraschung, ne? Meister Iso, ihr lebt. Euer Sohn denkt, die Mongolen hätten euch getötet. Armer Junge. Ich bringe euch zu ihm. Nein. Ich lebe noch, weil ein Mongolen-General meine Arbeit bewundert. Die Mongolen verstümmeln eure Skulpturen. Zerstören euer Vermächtnis. Ich soll für Kublai Khan persönlich ein Meisterwerk erschaffen. Ich kann nicht ablehnen. Nehmt euer Werkzeug. Wir gehen. Welche meiner Statuen ist beschädigt? Ibusatsu die Straße hinunter. Ihn schuf ich zur Geburt meines Sohnes. Nicht meine beste Arbeit. Er sieht das anders. Mamoru ist ein guter Sohn. Doch er hatte noch nie ein Auge für die Kunst. Okay. Sagt, was ihr wollt. Aber diese Statue gehört zu den Besten in ganz Kushi. Kushi. Wisst ihr, wie riesig das Mongolenreich ist? Das klingt, als wärt ihr auf Ruhm und Ehre aus. Ihr etwa nicht? Jeder respektiert und fürchtet den Geist, nicht wahr? Ich kämpfe, um mein Volk zu retten. Ihr habt Glück. Ihr musstet nie wählen zwischen der Pflicht euch selbst gegenüber und anderen. Ist es denn wahr? Ich glaub nicht, oder? Hier lang. Okay. Es ist ja nicht so weit weg jetzt zum Bildhauer. Ist ganz schön dunkel, verdammt nochmal. Nein. Das sind Mongolen. Runter, keinen Laut. Mein Sohn. Die haben auch einen Anführer. Moin.
Die haben Angst. Kleines Arschloch. Sind die alle tot? Ja. Fuck. Er starb für euer Vermächtnis. Ich würde es gegen sein Leben tauschen. Ihr könnt nur sein Andenken ehren. Der Mann sein, für den er euch hielt. Es tut mir leid, mein Sohn. Wow, das ist wieder mal ziemlich heftig. Und davon gibt es so viele Geschichten hier in Ghost of Tsushima. Das ist schon echt heftig, wie man drüber nachdenkt, ne? Irgendwie tut es mir in der Seele weh, aber was willst du machen? Man kann nicht alle Leute retten. Das ist einfach mal so. So. Dann wollen wir jetzt noch das hier machen und dann Frieden für das Göttliche, okay. Es gibt in der Nähe einen Schrein, von dem Rauch aufsteigt. Ich hoffe, alles ist in Ordnung. Ja, mal gucken. Ich meine, das läuft so gut, jetzt gerade zumindest, wo ich jetzt wahrscheinlich reinkomme. Natürlich enorm viel Spaß, ne, wenn es einmal richtig läuft. Tja, ich konnte leider Vater und Sohn nicht wieder vereinen. Ach man, das ist echt ein bisschen traurig. Was haben wir denn hier? Bambus, okay. Wo hier unten soll das sein, ne? Wo ist denn das? Hier. Dieser Schrein wurde entweiht. Wer tut so etwas? Oh Mann. Der arme Fuchs. Getötet und zurückgelassen. Keinerlei Achtung für diese heiligen Boten. Ja, in Japan sind Füchse was ganz Besonderes. Es gibt übrigens auch eine Fuchsinsel, wo du die streicheln kannst und die sind dort ziemlich zutraulich, ne? Völlig zerstört. Das kostete Zeit und Mühe. Verunstaltet. Das geschah sicher mit Absicht. Oh Mann, ist das schade. Was hier geschah, war ein Akt des Hasses. Weißt du, wer das war? Ich soll dem Fuchs folgen, okay? Mongolen. Garantiert waren die das. Ja, wahrscheinlich. Dafür lösche ich sie aus. Ist noch ein Fuchs. Hat er es gesehen? Lauf nicht weiter, mein Freund. Ich werde es mal noch nicht nutzen.
und seinen Rage-Modus. Sicher sind da noch mehr. Wahrscheinlich schon, ja. Hey, schon witzig, wie ich die hier gerade umlaufe. Alter, ist der gerade geflogen? Okay, hier rennen mehrere Hunde durch die Gegend. Ein Hund ist schon mal tot von den Zweien. Ich werde den Zweiten noch erledigen. Tötet, zerstört, was heilig ist. Dann werde ich den Wutmodus aktivieren. Mit euch. Der Anführer ist schon mal nicht mehr. Geht immer weiter. Au! Ich hab den nicht mal gesehen, verdammt. Das waren dann alle. Alles klar. Sie tun dir und anderen göttlichen Boten nie wieder was an. Friede sei mit den Toten. Ja, so sieht's aus. Talisman der Fügung 1. Bis dann, mein Freund. Ach ja. Das war schön. Eine harte Landung. Aber jetzt. Ist jetzt noch mehr? Nee. Okay, kann ich irgendwas noch mitnehmen? Pfeile? Die kann ich gut gebrauchen. Sind die noch mehr eigentlich? Nee, ne? Ich guck mich noch mal ganz kurz um und dann würde ich ausmachen wollen. Nö, der Rest ist nicht mehr da. Das finde ich gut. So, warte mal. Oh, wir sind sogar in der Nähe von Fürst Shimuras Lager. Und ich werde auch bei der nächsten Folge definitiv dann dort weitermachen. Wir haben ja jetzt erstmal, warte mal, fast alles erledigt, was man jetzt momentan machen kann. Das Einzige, was noch übrig bleibt, ist die Verschwörung und das Blut von Sutra, sowie halt die Nanny von Jin, ne? Oder war das die Ziehmutter? Ne, ist auch egal. Ja, Leute, ich würde mal sagen, ich gehe jetzt nur noch hier oben hin. Und dann geht's weiter, oder? Weil das Schicksal Tsushimas würde ich natürlich gerne beeinflussen. Aber ich glaube mal nicht, dass es das denn schon war, weil ganz ehrlich, da fehlt ja noch ein Stück von der Karte.
Vielleicht kommen wir ja da als nächstes hin. Es wäre zumindest denkbar. Ne? Ich habe jetzt über 30 Stunden Spielzeit drin. Ich meine, ich habe noch nicht alles gemacht. Ne? Hier gibt es noch so viele Fragezeichen und noch Legendenerzähler und so weiter und so fort. Also ich will nicht wissen, was ich alles noch nicht gemacht habe. Aber ich muss auch nicht alles machen. Es gibt genug Leute, die das komplett durchspielen, also und es zeigen. Ich gehöre nicht dazu. Das liegt aber auch eher daran, weil, naja, momentan interessiert das halt keinen. Wisst ihr, was ich meine? Ist hier nicht irgendwo der Zugangspunkt? Eigentlich bin ich gerade behindert. Ja, da komme ich nie hoch. Was mache ich denn jetzt? Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen kacke. Jetzt hänge ich hier davor fest. Na, schön. Hier war gleich, glaube ich, der Zugangspunkt. Genau, dann sind wir wenigstens schon mal fast da, ne? Genau. Die Samurai sind hier. Was, echt? Heftig. Wenn wir jetzt schon die Hilfe der Samurai haben, wäre das echt geil. Wer ist da? Ich bin Fürst Sakai. Ihr müsst unsere Verstärkung sein. Das ist richtig. Ich bin Fürst Sadamune Oga, Bannerträger des Shoguns. Willkommen in Tsushima. Danke, Fürst Sakai. Der Shogun entsandte uns sofort, als er eure Nachricht erhielt. Euer Onkel gab gerade den Befehl. Wir ziehen in die Schlacht, besiegen den Khan und erobern Burg Shimura von den Invasoren zurück. Ausgezeichnet. Sammelt eure Männer. Ich muss noch nach jemandem sehen. Ich werde am Nordtor auf euch warten, dann reiten wir gemeinsam zu eurem Onkel. Oh. Sprich mit Yuna und ich soll noch mit dem Verbündeten sprechen. Alles klar, Leute. Ich würde mal sagen, das soll es dann gewesen sein. Hat mich gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Und ich hoffe natürlich, dass ihr auch bei der nächsten Folge mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was immer. Bis denn und tüdelü.